Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Freunde, heute befinde ich mich. Servus. Keine Ahnung, ich habe aus München oder was? Nein, ich habe so begonnen. Ich bin Rina. Und auf jeden Fall, Leute, es gibt einen neuen Vlog. Wir befinden uns gerade am Kölner Flughafen. Ich bin Köln-Bonn. Ja, Köln-Bonn. Und wir fahren jetzt nach Dortmund, denn es geht für mich um Musti. Wegen 1 und 1 und Fokus und kurz nochmal dafür geht es für uns nach Mailand. Es geht für uns nach Mailand. Sydney ist auch am Start dort. Und ja, Leute, Haare auf jeden Fall nicht so fresh. Wir suchen einen Friseur dann in Mailand. Aber ja. Wir haben einen Seiten Herkules, ne? Ja, egal. Alle als Herkules. Wir sagen Spaghetti Mafia, yo, back here, schon. Where you from? Auf jeden Fall, Leute, ich freue mich sehr. Wir fahren jetzt nach Dortmund zu meiner alten Biene und dann fliegen wir mit Dortmund Flugzeug nach Mailand. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Es wird so, vielleicht mache ich 2 Vlogs oder auch vielleicht nur einen Vlog, mal schauen. Und ein Essen-Spot-Video wollte ich machen. Deshalb checkt auch Mustis Vlogger. Musti macht auch einen Vlog. Und ja, die Content-Creator, Leute, sind da für euch. Leute, lasst ein Like da, sonst benimmt euch. Lasst ein Like da. Wir sind jetzt in Dortmund angekommen, in meiner alten am Flughafen, bei meiner alten Biene. Was? Gerd, was? Auf jeden Fall bei meiner alten Biene angekommen und ich nehme euch jetzt mit. Wir gehen jetzt mit. Bruder, ich kann nicht mehr mit Musti. Und ich, dieser Typ, wir haben zusammen einen Schaden. Wir haben, glaube ich, denselben Kopf. Ja. Ja. Ist super Koffer. Ich bin die Spinne. Koffer? Ich bin die Spinne. Also. Musti, Zitat des Tages. Zitat des Tages. Nee, nee, schön, schön. Schön gesagt, Fred. So Leute, wir haben jetzt unseren Schal bekommen. Einfach wieder back bei Biene. Und unsere Tickets. Ich brauche Biene jetzt. Ach, Biene ist mein Verein. Auf jeden Fall sehr cool. Da stand unser Name so drauf. Das ist ein bisschen weg. Hier. Ach, hier. Mustafa. Junker. Da fehlt aber ein Name. Oh Gott, ja. Ja. Da fehlt auch Gott, ja. Weil wir sind Niger Boys. Was steht bei dir? Kelechi. Bei mir steht Kelechi, ja, auf Koffer. Kelechi. Auf jeden Fall, wir haben hier unsere Sachen bekommen. Alles lief top. Und gleich fliegen wir los mit Okocha. Biene. Schalalala. Bruder, ich kann das mit diesen Typen nicht, Leute. Also wir zwei als Ding, als du, das ist gefährlich. Hör mal auf meinen Koffer die ganze Zeit zu kicken, Bruder. Oder Mutzi, nimm dich. Willst du sehen, was ich machen werde? Ich mach das mit dir, wie mit Edis der Schmale. Was? Also ich sag so, du übertreibst langsam. Also dafür brauchst du echt Schläge. Was? Also wie du übertreibst. Was? Das ist... Du hast keinen Respekt mehr. Was? Das geht gar nicht mehr. Also, wer ist Edis? Tübe, Nedius. Wer ist Edis? Edis der Schmale. Essen, Mutzi und Spongebob. Ey, das bin ich. Das bin ich, Mutzi. Weil er ist jetzt in seinem Modus. Er ist jetzt gefangen in seinem Modus und schaut einfach Spongebob. Ey, das ist mein Haus, Leute. Mein Haus. Er schaut einfach Spongebob, ja. Er ist, also Mutzi ist wirklich undefeated Champ. Das ist zu krass. Krass, Bruder. So Leute, wir sind Touchdown in Milano. Peters meinte gerade, er ist ja, auf jeden Fall, wir sind gerade Touchdown in Milano mit Mutzi, Abi. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Guck mal, checkst du? Guck mal, was ist das? Ich geh doch in die Richtung, ne? Ja. Aber wenn ich dann so gehe, bleib ich trotzdem immer noch stehen in diesem selben Feuerwehr. Ja, ja, ich check. Oder, weißt du was ist? Eigentlich, wir sind so schlau und die Leute verstehen das nicht, wie schlau wir sind. Wir sind zu schlau für die Leute. Eli Keller. Was, Eli? Das kommt nicht rein. Eieieiei, Leute, so. Kurze Roomtour. Auf jeden Fall Kuss an 1 und 1. Hier das Bad. Sehr schön. Hier so. Hier müsste man eigentlich mit seiner Freundin so sein. Sehr schönes Bad. Eieieiei. Uff.
Hilf da mit Frau, Bruder, mit Frau. Wo ist meine Frau? Wo? Sehr schönes Hotel, sehr schönes Zimmer. Das ist einfach ein 5-Sterne-Hotel. Und hier ist die Hood von Milano. Hier ist die Strada. Hier ist irgendwo Spaghetti Mafia, Bruder. Hier drinnen. Hier drin. Auf jeden Fall ein sehr schönes Hotel. Dankeschön an 1&1. Auf jeden Fall sehr cool. Ich chill jetzt kurz. Später gehen wir dann essen. Wir warten jetzt auf Mbappé. Auf Sydney. Mbappé ist da, Leute. Mein Daddy. Ich freue mich wieder, meinen Daddy auf jeden Fall zu sehen. Badewanne? Ja. Nein. Gibt's nicht. Hey, los! Was? Okay. Lass runtergehen, Lobby und neu machen. Auf jeden Fall sehe ich wieder Sydney. Kann sein, ich sehe ihn jede Woche jetzt gerade. Und wir fliegen nach LA in 6 Tagen oder so. Ich hoffe, mein Esther kommt an. Ich habe auch jetzt neu beantragt. Nicht mehr. Doch, das kam schnell an bei mir in 5 Tagen oder so. Auf jeden Fall. Wir fliegen in 3 Tagen im Schwanz. In 3? In 4 oder 5? Ja, irgendwie so. 5? Ist knapp oder nicht? Ulan Ride, mach dein Esther früher. Ja. Okay. Auf jeden Fall, Mbappé ist jetzt da und er will eine Sightseeing-Tour machen heute oder morgen, weil er ist alter Mann. Wir gehen jetzt wir können auch mit Auto fahren, wir spazieren dahin zum Essen. 30 Minuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aha. Ich dachte, dass ich mal pups. Kinder, ich hab's euch gesagt. Ja. Zieht euch die Jacke an. Ja. Es ist kalt draußen. Wenn nicht bitte krank sein, morgen mein Spiel. Ja, okay. Alle eine Winterjacke an. Okay, Vater. Du bis oben. Okay, Vater. Ja. Du bist ein Zipper, da wird man krank. Ja. Erkältet. Ja. Wo ist deine Jacke? Ey, du hast die Fernbedienung. So Leute, wir sind jetzt unterwegs mit unserem Vater Sydney und er zeigt uns jetzt ein bisschen die Stadt Milano. Sind die Spieler in dem Hotel? Nein. Was? Also? Das ist einfach 5-Sterne-Hotel, ne? Auf jeden Fall Leute, Mbappé zeigt uns jetzt ein bisschen die Stadt, wir essen ein bisschen was. Ich bin das erste Mal in Italien. Nein, halt mal. Also doch, ich schön. Erste Mal in Mailand. Musst du auch erste Mal in Italien? Mit dem Bris. Auf jeden Fall, Leute, sehr schöne Architektur hier. Ja. Wie man hier sehen kann, auf jeden Fall. Ja, von unserem hier. Ja, die Lichter, indirekte Beleuchtung. Okay. Ja. Bisschen, sieht aus ein bisschen wie in Wien. Auf jeden Fall. Oder was? Ja, die Fassade und so. Mutzi auch gut am Erkundschaften hier und so. Fassade und so, krass hier. Ride, bitte lass Club Mbappé, bitte, Bruder. Leute, guckt, wie das aussieht. Wieder eine sehr schöne Innenarchitektur, wie man hier erkennen kann. Wollt mir sagen, das ist nicht cool? Doch, ist schon cool, Bruder, ist cool. Alter Mann. Kannst du mir kurz helfen mit dem Zoom? So mache. Ja, so. Gut. Auf jeden Fall, Leute, Musti hat es gerade in seinem Vlog ein bisschen erwähnt. Bruder, wir sind ein bisschen fehl hier am Platz. Arme Mann Prada, arme Mann Dior, arme Mann Prada und Louis Vuitton. Aber vielleicht, wenn Placement kommt. Wenn ihr das hier alle seht, klär mir Placement. Placement. Sydney, klär uns Placement. Ja. Gib Uber Eats Geld. Gib jetzt. Gib. Bist du frisch? Amen, Mann. Ey Leute, ich finde das krass. Dieser Mailänder Dom, oder sieht aus wie dieser Kölner Dom und in Wien Stephansplatz. Das sieht alles gleich aus, so von der Konstruktion her und sowas. Voll krass. So Leute, wir sind jetzt essen und hier beim Essen Laden war Don Tarupa schon. Der war hier noch Ototti, Castrovidi, Don Tarupa. Wir müssen kurz gucken, was ihr nehmt. Wir essen jetzt hier so ein Sandwich. Sydneys Empfehlung, italienisches Sandwich. Auf jeden Fall, Leute, schmeckt stabil. Also ich sag ehrlich, ich mag rohes Fleisch gar nicht eigentlich. Aber schmeckt stabil. Sind wie viel hat gekostet? 24 Euro mit Getränke. Okay, für 3 Stück. Wie heißt der Laden? Antico Vinaio. Auf jeden Fall ist approved von Master. Obwohl, ich hab meine Meinung zählt eh nicht. Kann sein, ich bin schlechtester Essenstester und Kenner, wo das gibt. Aber ich muss sagen, Soße ist auch fresh. Mana-Soße ist auch fresh. Die Soßen sind geil, ne? Auch wenn ich schaffe. Sydney's Team Schwein. Zusammen B. Mit meinem B. Mutzi. Mit meinem Brez B. Und um 21 Uhr, Leute, also so in einer Stunde oder so, gehen wir was essen und sehen Noah Brut. Aber ich muss sagen, Milan bis jetzt sehr schöne Stadt. Es ist nur leider ein bisschen kalt draußen und meine Nase ist ein bisschen dead body. Ich hoffe, der Vlog gefällt euch bis jetzt. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo da. Sehr, sehr wichtig. Euer YouTuber Eldon ist auf jeden Fall jetzt wieder am Start. Mit Mailand-Content
und danach L.A. mit den Jungs. So Leute, wir sind jetzt am Essen. Musti, Anton ist hier, Viscabasa, Elijah, Noahs Bruder, mein Noah-Brut. Wir haben uns schon alle begrüßt und so. Ich will auch nicht viel filmen hier. Wir sind ja alle am Essen. Noah hat sich Zeit genommen. Und ja, der Lockere. Und hier ist Anton. Merci gut. Merci gut. So Leute, das war's vom ersten Vlog auf jeden Fall aus Mailand von Tag 1. Jetzt haben wir Tag 2 schon in der Früh. Auf jeden Fall Leute, lasst ein Like da, ein Abo da. Und ich nehme euch heute wieder mit, weil ich bin jetzt YouTuber mit Mutzi. Auf jeden Fall, lasst Liebe da, Leute. Checkt doch Mutzis Vlog ab von meinem Govalet. Und liebe, liebe, liebe Leute, sehr cool hier zu sein in Milano mit meinem Bres. Und auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like da, Abo da. Und wir sehen uns beim zweiten Tag wieder. Das kommt dann direkt den nächsten Tag. Kuss.